Ja, kleiner Morty, freust dich schon? Fett nach Malle mit die Oma. Saufen gehen. Dat wird ne Party, du. Meine Jüte, ich bin schon Jens Jeck. Ich freue mich schon, da bin ich schon seit Jahren nicht mehr gewesen, du. Und was hast du da gemalt? Ach, Oma Siech. Im Krieg. Ach ja, was ist denn jetzt los? Ach nee, die fette Erna ist an Bord. Die zieht mit ihrem Gewicht das Ding runter. Oder ist es Tom Hanks? Eins von beiden, das ist nie gut. Kleiner Morty, halt dich fest, du. Das wird nicht schön. Autsch. Erna? Bist du das? Ich kann dich nicht sehen. Ich hab die schwache Brille auf, du. Oder ist das der Siggi? Ich glaub, das war der Siggi. Na, so was. Ja, und damit... Hallöchen und herzlich willkommen hier mit die Oma im... Wald und, junge Damen bieten uns ihre Lenden an und ihre Äxte. Das ist schön. Ja, nochmal herzlich willkommen hier bei The Forest mit die Oma. Ich hab die eingeladen, ich hab dir mal ein Briefchen geschickt. Die kam direkt aus Vault 88 vorbei. Das hat die sich einfach nicht entgehen lassen wollen, den jungen Geister hier zu verderben mit ihrem Nonsens. Das ist so was Schönes. Ich freue mich, ich hab eben schon mal drüber geredet. Ich hab schon mal reingeguckt, ein wenig. Ich habe Angst auf das, was... Auf die Dinge, die da kommen. Ja, wir sind mit dem kleinen Morty unterwegs. Das ist Omas Lieblingsenkel. Und die Siggi, die hat ja selber keine Enkel. Die hat der Oma einfach mal, ja, die aus der Luft geholt. Mit der Flak, Flak, die hat die nur aus dem Krieg, du. Und ja, einfach mal eben so aus der Luft gepflückt und hat der Oma den Morty geklaut. Palaver unter den Weibern, ey. Das endet nie gut. Oh, was ist das denn? Das ist aber schön. Das ist so ein Nackenentspanner. Den hat die Oma auch zu Hause im Vault 88. Warum ist hier nie ein Topf drin? Warum ist da kein Topf drin, du? Ich brauche einen Topf. Ich brauche keine Vögel. Geht weg. Ich brauche was, wo ich reinmachen kann. Ich kann ja nicht einfach in den Wald kacken. Ja, hier könnte ich... Das beginnt ja gut. Das beginnt ja gut. Erstmal fett die Beine gebrochen. Die Fußgelenke ein bisschen angeknackst. Das ist schön, das gibt Aroma. Okay, da hinten haben wir auch direkt ein Lager von den Bekloppten hier, von den Enkeln. Ich habe mir gedacht, die komischen Einwohner hier, das sind für uns die Enkel. Wie so vieles. Schön, kaum läuft die Oma hier rum, fliegende Fliegen um sie herum. Kaum wird die Oma ein bisschen nass, ein bisschen feucht. Schon kommen die Fliegen an, denken sich, ah, ein Moor. Das ist... Aber schön. Und kaum fängt die Oma mit den schlechten Witzen an, schon echauffieren sich die Götter darüber. Weil ich glaube, da ist noch Molch. Hieb! Na so was, da löbt eine Handtasche. Das ist aber schön. Da gehe ich trotzdem mal weg, weil die Oma, die steht nicht so auf Handtaschen. Die steht eher auf Granatentasche, Tragetaschen. Das ist was Schönes für die. Wo ich das jetzt gerade gesehen habe, fällt dieser Ort zum Bauen schon mal halbwegs weg. Und ich habe ein wenig Bedenken, was das Durchwaten dieses Flusses angeht. Warum sind denn da Krokodile drin, Alter? Was ist das denn? Mein Gott, das schwarze Loch von Kalkutta. Alias bekannt als, Janas Hinterteil. Ach, hier ist ein Weg. Das ist aber schön. Das ist ja Service. Das kenne ich gar nicht mehr. Fragt sich nur, wer hat den angelegt? Das waren bestimmt nur nette Leute. Okay, nee, das hier ist die Insel der Enkel. Nach der Stadt der Enkel haben wir die Insel der Enkel. Und das sind definitiv keine netten Leute. Die wollen an Omas Erbe. Genau wie die Bäume. Ihr dreckigen Bäume, ich fäll euch noch. Hey, da unten ist ein See. Und direkt ein neuer Hort des frivolen Zusammenlebens. Ein Topf. Juhu. Er ist meiner. Juhu, Oma hat die Sicht. Schön. Erstmal Batterien, die stecke ich mir in den Hintern. So, was im Grunde eigentlich eine Idee wäre, wir haben ja hier direkt einen See, dass wir hier was bauen könnten. Problem ist nur, es könnte dann sein, dass hier die Enkel, wenn die merken, die Oma, die
die backt sich wieder ein bisschen die Röhnkohl, dass die dann irgendwie zum Essen rüberkommen. Weil jeder weiß das, das sind frische Studenten. Wenn es irgendwas umsonst gibt, die sind doch sofort dabei. Und nagen dir irgendwie die Zehennägel von den Füßen. Ah, lecker. Hornhaut for free. Ach, und der Todesteddy ist auch dabei. Erna, bist du das? Das sieht ja aus wie du, du. Die Erna mit ihren schönen vielen Beinchen, die Mokna-Fisch wie sonst was, dass sich das Kreuz in Omas Anwesenheit nicht umdreht. Das ist aber ein Wunder, ein Anti-Wunder. Aber okay, hier haben wir noch eins. Oma darf nur zwei Stricke gleichzeitig dabei haben. Das Spiel, das weiß ganz genau, was so eine Oma mit einem Strick machen kann. Da häkelt die sich erstmal einen Pulli. Ah, das sind aber schöne Sternchen. Wo ist denn das Sternbild der Oma? Ich sehe das ja nicht. Das muss doch da sein. Wenn es nicht da ist, dann ballert die Oma da mit der Flak mal eben rein. Das ist kein Problem für die Alte, die kriegt das hin. Ah, Erna ein Klein. Na sowas, die ist aus dem Seestern entstanden. Ja, hier holen wir uns mal irgendwann so zu... Alter, Vogel! Geh mir auf den Sack. Psychosen, Oma und ihr bester Freund. Wir laufen durch die Gegend. Lalalala. Ja, weg damit. Das war Deko. Das war Merchandise. Oma ist ja jetzt hier auf dem Strand. Da ist ja leider kein Merch-Shop irgendwo. Die Oma macht ihr eigenes Merchandise. Ich dachte, ich hätte da was gehört. Jetzt mal ernsthaft. Ich dachte gerade wirklich, ich hätte da irgendwas gehört. In der Ferne. Ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, hey, wo bleiben denn eigentlich hier die netten, gesunden Enkel? Die waren doch schon mal hier irgendwo. Ich weiß das doch. Ich hab die doch schon mal gesehen. Irgendwo. Ja, noch ein Topf. Das ist aber schön. Oh, und Geld. Das Erbe ist gesichert. Schön. Das Erbe wächst auch hier weiter an. Ernsthaft? Ja, leck mich da am Stipsel. Ich kann doch nicht wahr sein. Okay. Ich glaube, ich habe gerade gelernt, wie ich einen Boden mache. Hey, ein Silversohn. Komm hier rein und sofort ein Lachkrampf wegen der Perücke. Jetzt bist du auch, Oma. Willkommen auf der Omi-Insel. So ist gerade ein Flugzeug. Ich sehe euch, ihr Dreckigen. Ich hole dich doch runter, wenn ich meine Flak endlich aufgestellt habe. Mein Gott, das wird ein Spaß. Ja, was brauche ich? Eigentlich alles für Baumstämme. 176, nur für das Fundament. Leck mich fett, ich habe gar nicht übertrieben. Huhuhu, schön. Ich schlag den Baum. Partybäumchen. Fall doch. Drecksack. Bist doch durch. Das war Verschnitt. Das passiert schon mal. Wenn die Oma hier Party macht, muss er aufpassen. Steh der Oma nicht im Weg, sonst hängst du bald im Grab. Das tut die Oma nur, weil die sowas mag. Er soll so Mäulchen hängen zum Trocknen? Das ist schön, aber ich habe immer noch Hunger. Was tue ich denn da? Es ist schon Mars. Das ist gut. Die Oma hat ja zum Glück keinen Diabetes, aber da könnt ihr noch kommen. Abenteuer im Alter, Diabetes. So, das hauen wir da hin. Hier war doch gerade eben noch ein Stein irgendwo. Stein. Ne, Stöcke sind keine Steine. Stöcke sind keine Steine, aber die sind... Das sind frivole kleine Schweine. Die Enkel sind da. Ach nee, die haben halt ihren Bunker doch noch hier nicht gebaut. Drecksack. Geh weg, du. Ich sehe nur einen. Da hinten. Runter vor meinem Rasen, ihr Kinder. Ich muss meine Mucke wieder anmachen. Ja, wenn ihr in meinen Rasen kommt, dann macht die Oma hier ihr Death Metal an. Voller Death Metal. Yay. Satanisten, Oma, unser Reis. Das macht irgendwie mehr Sinn, als es tun sollte. Die Oma aus der Hölle. Schön, jetzt hänge ich auf dem Stein. Und zieh mir hier die Enkel rein. Das ist aber schön. Ich bin alleine und krieg einen Föhn. Ich brauch die Siggi, aber die hat den Morty. Fahrrad! Die dreckige Alte. Und Oma, die dachte, ich ihre beste Freundin. Die haben zusammen immer Bingo gespielt. Und jetzt sowas. Da gibt erstmal Nackenklatsche zurück im Altenheim.
Achso, ich rutsche hier wieder runter. Die Oma wird wieder grenzdebil. Schön. Ich dachte gerade, hä? Warum fliegt denn da der Hammer weg? Ach ja. Ich bin zum Glück nicht verpeilt. Ich mag die Musik hier eigentlich voll. Vor allem das Lied. Ich glaube, das liegt daran, dass sie so 80er Jahre mäßig klingt. Wie von so einem... Klingt wie so von so einer Miami Crime Series oder so. Die Oma ist von Miami. Die lösen jeden Fall. Die Omas von Miami haben psychologisch gesehen voll den Knall. Okay, ich brauche noch einen Baum. Der macht die sich vorher immer erstmal schön die Heizung an. Das ist so schön, wenn ich da hinsetze und es ist so schön warm. Ich muss nur aufpassen, dass der nicht zu nah an der Heizung sitzt, weil dann verbrennt sie den Arsch. Das ist ja auch mal nämlich auch schon passiert. Das ist ziemlich kacke, wollte ich gerade sagen. Ja, das würde dann zu der Thematik passen. Hi an das Wunderbrot. Hi an Bernd. Schön. Friedlich? Nein. So wie ich eben aufs Maul bekommen habe, definitiv nicht. Wir sind ganz viele Enkel. Party-Oma unterwegs. Die braucht Mucke zum Arbeiten. Hat die auch bei, witzigerweise sogar auch bei Vault 88 gemacht, als ich in Fallout 4 hier unsere Riesenstation gebaut habe. Ich habe die ganze Zeit beim Bauen Musik gehört. War lustig, als ich dann irgend so ein Heavy-Metal-Lied anhatte und dann mit der Minigun gegen irgendwelche verstrahlten Alpha-Todesfallen gekämpft habe. Oh Gott, wisst ihr noch? Wir hatten dann nachher die Arena gebaut, wo die Insassen auf Leben und Tod gegen Todeskrallen kämpfen, wo ich nachher Bob reingesetzt habe. Bob, die kleine Todeskralle. So ein riesengroßes Alpha-Vieh mit krummen Hörnern. Krumm gedrehten, spitzen Hörnern. Unglaublich widerlichen, schönen, langen Zähnen. Und dann war das Omas Haustier. Und dann hat das eigentlich erstmal die ganze Zeit im, in der Arena ihre Zeit verbracht. Bis es dann irgendwie mal einen Bug gab. Weil zu viel die Vault einfach zu groß wurde und zu viele Leute drin waren, dass die Todeskralle nachher im Foyer stand. Mit 30 anderen Insassen des Vaults. Das sah gut aus. Morgen müssen wir was Neues zu essen holen. Definitiv. So, bitte. Juhu. Ein Nugget zum Frühstück. Ach, wie schön. Super, dann. Nuggets. Knusper ich erstmal Nugget. Hauen wir mal eben Soda, mal eben so ein bisschen Cola, so ein Energy-Drink. Das ist gut fürs Seniorenherz. Das ist schön für den Blutdruck. Da kommt da wenigstens mal irgendwie Stimmung in den Brustkorb. Die habe ich schon mal gesehen. Ah, das sind die Baumkrabbler, ne? Okay, nee, die Baumkrabbler, habe ich noch nicht gesehen. Dafür habe halt die, die wir vorhin hatten, die Gollums und, Dach, geh mal weg. Die Oma, die hat genug Brüste. Okay, momentan sieht man die nicht, weil die sind vermutlich beim Flugzeugabsturz irgendwo hängen geblieben. Ah. Omas Happy Balken ist da. Komm her hier. Oma macht euch ein Piercing. Oder Oma tätowiert euch. Eins von beiden. Das könnt ihr euch aussuchen. Nein. Spring, Omi. Du Drecksack. Ist der andere jetzt auch tot? Kann ich die aus dem Wasser rausholen? Ich glaube nicht, ne? Ach, da hinten ist er. Nee, das ist ein neuer. Das ist der Tschernobyl. Der hat viele Arme und Beine. Erstmal Doppelherz einwerfen hier. Dann geht das auch mit dem Lebensbalken wieder rund. Ich habe gesagt, geh. Lauf. Das macht auch mal den nächsten Würsing aus dir. Lecker Mettwürstchen. So, ein bisschen Fleisch genommen. Das Ding brauchen wir jetzt nicht. Machen wir uns schön Schildkrötensuppe wie die Gourmets, die wir hier sind. Kommen auf die Insel, bringen erstmal die feinsten Speisen mit. Feinsten Rezepte aus Omas Rezeptbuch. Da war noch eine Kiste. Hoffentlich ist da irgendwie ein Snack drin. Nee, aber Medikamente. Das ist auch gut. Die schönen verschreibungspflichtigen Valium und Morphium. Das ist das Richtige für die Oma. Und ein Doppelherz ist auch dabei. Ist auch immer schön. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo... wir hatten, glaube ich, hinter dem See bei dem eingeborenen Dorf nochmal ein Stückchen dahinter. Ein Teich. Damit meine ich nicht den, der gerade in meiner Hose ist.
sich da urplötzlich gerade manifestiert hat. Damals vor 9000 Jahren. Oma, was ist los? Der Trizis schlägt wieder zu. Ha! Foto von Timmy. Das Kind hat auch keine schöne Kindheit. Alter Schwede, wie das guckt so. Musst du jetzt ein Foto von mir aufnehmen? Hast du jetzt meine Seele geklaut? So guckt das Kind. So, was? Außerdem ist die Oma schon längst tot. Naja, eher untot. Ach, die Oma. Die ist so alt, das kann sie schon gar nicht mehr sagen. Die ist beides. Schrödingers Oma. Sie ist tot und gleichzeitig nicht. Ich würde sagen, unsere Verteidigung, die läuft gut. Jetzt ist hier einer. Ah. Knackiger Ureinwohner-Hintern. Da steht die Oma aber drauf. So. Zu Hause im Vault, da hat die Oma die ganzen Pfleger schon längst durch. Da kann sie sich hier was Neues knuspern. Das ist wieder Tschernobyl. Mit den mehreren Köpfen und Armen. Das ist Mode. Hier auf der Insel. Immer diese dreckigen Enkel. Geh schon mal vom Stumpf darunter. Spielt nicht immer mit den Skateboards hier rum. Der ist Omas Garten. Ja, der Schause blöd. Hab dein Weibchen erlegt. Ich glaube, ich würde die aus Stein machen. Aber ich glaube, dann können die da auch nicht großartig dran landen. Da würde die, glaube ich, eher an der Mauer hängen bleiben. An der Mauer kommt doch nicht vorbei, du. Ihr alten Genossen. Ihr bleibt schön da, wo ihr seid. So, ich habe ein bisschen Bammel davor, wenn hier Gisela oder Erna anrückt. Mit dem Walter, dem alten Besowski. Der rennt hier durch den Wald, der fällt als sein eigener. Willst du mal schnuppern? Am Speerchen? Riecht nach toten Verderben. Das steht dir bestimmt auch gut. Ein Snickers der Natur. Ein Nugget. Mars mag ich lieber. Ich glaube, die Musik läuft die an, ne? Das ist die Musik von die Oma. Ihr Groove, der passt denen nicht. Die hören vermutlich eher so die Ureinwohner-Klassik. Statt Bach hören die vermutlich Bull. Denke ich mal. Das ist bestimmt ein großer Komponist bei denen. Die größten Hits von Bull. Jetzt live auf 3 DVDs. Also wir wurden noch nicht nachts überfallen. Das... Warum habe ich das gesagt? Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich habe wieder den Hagrid gemacht. Nein! Erna ist da. Erna, die mit den vielen Beinen. Och nö. Erna und Walter flanieren durch den Wald. Ach schön, wir haben den 8. Tag, ne? Erna und Walter, der Walter ist wieder besoffen, das sieht man sofort. Der Walter war wieder im Kiosk, das merkt man sofort. Der hat wieder schön, der hat wieder so schön Oettinger Wurstwasser getrunken. Och, das ist so schön. Schwarzen Krausen dabei geraucht. Das macht die Finger so schön. Ach ja, war Rothändle, ne? Von Rothändle hast du so schöne Finger bekommen. Und die Erna, die tingelt ihm auch hinterher. Man riecht jetzt so ein bisschen. Riecht ein bisschen nach Fisch, aber das liegt vermutlich nicht an denen hier. Das liegt an Erna. Rolf Zukowski ist wieder da, Kinder. Schön. Halt die Backen. Entweder kommst du ran hier und stirbst wie deine Freunde oder. Ha! Selbstmordenkel. Ja, okay, wenn ich die Oma als Oma hätte, wäre ich vermutlich auch selbstmordgefährdet, aber das ist ein anderes Thema. Schnauze da hinten. Walter und Erna sind wieder da. Ach, wie schön. Ach, die geben so ein schönes Paar ab. Ich glaube, die Erna, die hat mich erkannt. Die hat gerade gerufen. Hilde, bist du das? Du hast dich aber schön gehalten, du. Du siehst noch frisch aus. Wie damals, im 18. Jahrhundert. Momentaner Zustand, gut. Geistige Gesundheit. Da zweifle ich jetzt an. Geistige Gesundheit bei der Oma. 98%. Ich vermisse ein wenig aus Outlast damals, aus Outlast 1 und aus Whistleblower, da kam er ja auch vor. Schwabbelunde! Unsere liebe, hütgepflegte Schwabbelunde. Ja, der Dicke mit den, ich glaube, der hatte Ketten an den Armen oder an den Beinen. Hi! Nein! Nicht die Babys!
Alter, du siehst aus wie der Nachgeburt. Schön, jetzt kommt der Babybesuch hier an. Weißt du, diese Enkel haben gerade mal so eine Einfamilienhöhle irgendwo sich in den Berg geschlagen und schwuppdiwupp kommen schon die Urenkel an. Nein! Erna! Wie tut die denn da? Ist sie wieder auf dem Weg zum Wochenmarkt? Ist so was. Muss wieder frischen Spargel kaufen. Hm. Okay, Erna ist nicht alleine. Ach, da ist er wieder. Rolf Zukowski. Walter, bist du Dad? Das klang gerade, als hätte er einen Baum hier rumst. Oder sind das die Kleinen? Ich hoffe, das sind die Kleinen. Ich weiß, Walter, der kann Bäume ausreißen, wenn er gesoffen hat. Ach nee, da hinten sind sie. Das ist dann, je nachdem, welches Spiel wir spielen, dann die jeweilige Mutti. Das ist halt wieder wie in der Playmobil-Werbung. Hi! Erna! Was tust du denn da? Wie kommst du denn so schnell dahin? Bisschen Jeck. Mag doch keinen Kokolores. So, Erna. Jetzt machst du das genau wie vorhin. Verpiss dich. Geh zu Walter, wo auch immer der ist. Da hinten ist der, oh Gott. Oh nein, es sind zwei Ernas. Ich hab der Drogendezernat auf der Schnellwahltaste. Ich würde aufpassen, was du tust. Jetzt kommen deine frivolen Geschäfte ans Tageslicht. Der will dir Oma die Mettbrötchen-Industrie streitig machen. Der Walter. Hat die Oma, die ist leider so hoch fett im Business steht, die. Die ist leider unerreichbar, deswegen wurde er auch zum Alkoholiker. Das ist alles Kanon. Hier dummst zwischendurch nochmal irgendwas. Halt wie so ein Baby, wenn das irgendwie gegen Kopf voran gegen Bäume springt. Fontanelle zuerst. Vermutlich will er uns angreifen. Nicht wegen der Drogenindustrie. Wegen der Mettbrötchenindustrie. Vermutlich schließe ich daran, dass die Oma dem vermutlich noch irgendwie 2 Reichsmark schuldet oder so. Ach nee, Urenkel. Also die kleinen Chicken Wings hier. Schnauze. Mensch, Oma, tu doch das nicht. Schnauze. Kriegst ein Speer durch die Fontanelle. Juhu. Du bist ja nicht willkommen. Merk dir doch mal. Alle deine Freunde, die hier waren, die sind alle im See ertrunken. Ihre Leichen liegen auf dem Boden und murdern vor sich hin und quellen langsam auf. Das ist doch schön. Gefällt dir doch bestimmt, ne? Los, komm. Gesell dich zu ihnen. Klingt, das würde überlegen so. Das ist ja eigentlich so, ja, recht romantisch, ne? So Tiefseestimmung in der Gruppe. Das wäre doch schön. Ja, das war die erste Folge The Forest mit die Oma. Das Plateau, das steht schon mal. Und ja, da wird jetzt ein wenig drauf gebaut in der Zwischenzeit. Wir haben ja schon viel hinbekommen. Es wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen. Freut euch schon mal. Und wir haben schon generell viel erreicht. Wir haben unsere Freunde gefunden. Die Erna, den Walter und in der Zwischenzeit noch eine Person, die heute, also die im heutigen Stream bzw. in der nächsten Folge vorkommt. Ja, dann sage ich einfach mal danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal.